Aus den Steinen, die einem im Wege liegen, kann man schöne Dinge bauen. Das sagt Peter Braun. Und der Vorsitzende des Stargarder Behindertenverbandes muss es wissen. In enger Abstimmung mit der Neuwober hat er damals den Bau des Wohnprojektes im Burg Stargarder Walkmüllerweg begleitet. Der Verein ist ja kein Wohnungsbauunternehmen und das war für uns eine Nummer zu groß. Und da hatten wir uns damals dann an den Vorstand gewandt und haben das Projekt vorgestellt. Und und dann haben die gesagt, ja okay, wir machen das und haben das hier, dann ging das auch zügig. Wir hatten schon 1996 hatten wir schon die Mittel und wir konnten das erst 2001 dann realisieren. Ja, und das war, also die Neuwober war unser Rettungsanker. Ja, sonst hätten wir das hier nicht hingekriegt. Entstanden sind 15 barrierefreie Wohnungen sowie 2 Dachgeschosswohnungen. Auch die Begegnungsstätte und Geschäftsstelle des Behindertenverbands haben hier einen Platz gefunden. Im September 2001 weihte die Genossenschaft das Wohnprojekt ein. Vergangenes Jahr hätte das 20. Jubiläum gebührend begangen werden sollen, doch Corona verhinderte das Zustande- und Zusammenkommen. Zum 21. Jahrestag durfte nun wieder in großer Gemeinschaft gefeiert werden. Das große Plus dieses Wohnprojekts: hier lässt es sich nicht nur rollstuhlgerecht und komfortabel wohnen, es bietet sich auch ein zentraler Anlaufpunkt, der weder Einsamkeit noch Langeweile aufkommen lässt. Wir haben nur die eine Begegnungsstätte hier in der Stadt und das ist wirklich ein Anlaufpunkt für die Leute, die hier wohnen. Und viele werden ja auch Mitglieder schon allein, weil sie den Fahrdienst nutzen. Ja, und natürlich auch die für die kulturelle Umrahmung, dass die Leute dann auch mal natürlich mal 1-2 Stunden mal von ihrem eigenen Zuhause wegkommen und hier zu uns und finden dann hier Freunde, halten Freundschaften. Ne? Die Warteliste ist lang. Gisela Blum hat eine der begehrten Wohnungen bekommen. Sie ist die neueste Mieterin im Haus. Ich habe mich gefreut, als ich vor 8 Wochen den Bescheid bekommen habe, dass mir hier eine Wohnung zugewiesen werden kann. Ich habe mich gut eingewöhnt, habe natürlich durch meine Behinderung, ich bin blind, Schwierigkeiten, mich mit allen bekannt zu machen. Aber alle Mitbewohner geben sich Mühe, helfen mir, wo sie können. Und ich kann nur sagen, ich habe das große Los gezogen. Ein weiteres Mitglied für die Hausgemeinschaft, ein weiterer Grund zum Feiern. Denn gefeiert wird hier gern und viel. Sofern keine Pandemie dazwischen kommt, wird die Gründung des Wohnprojekts im Walkmüllerweg nämlich jährlich mit einem Fest begangen.